Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Guide zu Tiny Tina's Wonderlands. Gestern kam ja bereits schon mein offizieller Test zum Spiel. Wenige Stunden vor Release des Spiels gibt es natürlich alle Infos, die du als Anfänger wissen musst und vor allen Dingen den perfekten Starter-Guide zu Tiny Tina's Wonderlands. Und das sogar ohne Story-Spoiler. Mehr dazu natürlich wie immer im Video bei deinem Swishy. Lass jetzt an der Stelle ein Abo da und aktiviere die Glocke, um keine Videos und Guides mehr zu Tiny Tina's Wonderlands zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Natürlich ist auch Tiny Tina's Wonderlands für Borderlands-Veteranen natürlich eine gewohnte Umgebung bzw. ein gewohntes Spielprinzip, aber es gibt doch einiges, was in Tiny Tina's Wonderlands anders ist bzw. was anders gemacht werden sollte. Das Erkunden der Spielwelt in Tiny Tina's Wonderlands ist deutlich wichtiger als in vorherigen Borderlands-Teilen, da es super viel zu sehen gibt und super viel zu entdecken gibt und vor allen Dingen Loot zu entdecken gibt. Ich kann wirklich nur empfehlen, ihr findet viele Sidequests, wo ihr neue Welten freischaltet. Ihr findet wirklich sehr viel interessanten Kram, Rätsel, Loot und. Deshalb erkundet unbedingt die Spielwelt. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Gerade die neue Würfelmechanik, auf die wir gleich nochmal zurückkommen, ist wirklich jeden Blick wert. Und ihr solltet versuchen, wirklich alle Lucky Dice, also alle Würfel mitzunehmen. Die Würfelmechanik ist diesmal ein sehr guter Punkt und ist meiner Meinung nach eine der besten Möglichkeiten, Loot zu bekommen. Ihr werdet an bestimmten Punkten auf der Karte eben diese Würfel finden und dort versteckt sich sehr viel Loot. Und da kann eben auch sehr hochrangiger Loot drin sein und teilweise sogar richtig starke Waffen, vor allen Dingen seltene Waffen. In Tiny Tina's Wonderlands ändert sich das Loot-Prinzip generell. Man geht ein wenig weg von dem Überfluss, den wir in Borderlands 3 hatten, wo wir in jeder Ecke legendäre Waffen finden und quasi mit Loot totgeschmissen werden. Es gibt zwar häufig noch legendäre Waffen zu finden, aber es ist deutlich geringer als noch in Borderlands 3. Also der Loot-Table hat sich doch stark nach unten korrigiert und das ist in meinen Augen sogar gut so. Deshalb an der Stelle kann ich auch jedem nur nochmal raten, wenn ihr eine legendäre Waffe findet, schmeißt sie nicht sofort weg oder stellt sonst was mit ihr an, sondern behaltet erstmal alles, was ihr bekommt. Die legendären Waffen sind wie gesagt relativ selten geworden und teilweise lohnt es sich, sie zu behalten, wenn man vielleicht doch mal ein anderes Bild ausprobieren will oder eine andere Waffe spielen will. Und deshalb rate ich erstmal alle legendären Waffen nicht vorschnell wegzuschmeißen. In meinem Test zu Tiny Tina's Wonderlands hatte ich ja bereits schon erwähnt, was mich ein wenig stört, und zwar ist das Ganze mit den Nahkampfwaffen gemeint. Die Nahkampfwaffen sind zwar eigentlich ganz cool, dass sie im Spiel sind, die haben mit Sicherheit auch ihre Daseinsberechtigung, Haken ist aber, sie sind sehr, sehr schwach. Wenn ihr eure Attribute verteilt, bedenkt immer bitte, am Anfang werden die Nahkampfwaffen immer den Schusswaffen unterlegen sein. Ich habe die ersten Spielstunden wirklich absolut nicht mit Nahkampfwaffen gekämpft. Wenn ihr einen perfekten Start in Tiny Tina's Wonderlands haben wollt mit perfekt verteilten Attributen, dann solltet ihr gucken, dass ihr euch nicht zu sehr auf die Nahkampfwaffen beschränkt, weil diese am Anfang wirklich sinnlos sind. Wer trotzdem sagt, hey, ich find's aber eigentlich ganz cool, mit Nahkampfwaffen zu spielen, ich habe einfach Bock drauf, macht es auf jeden Fall. Das Spiel soll in erster Linie natürlich Spaß machen, aber ich kann nur so viel sagen, die Nahkampfwaffen sind wirklich nicht gut. Der Einsatz der Nahkampfwaffen lohnt sich am Anfang eigentlich gar nicht. Eine kleine Zusammenfassung des Guides bzw. der Tipps, die ich gegeben habe. Wie gesagt, behaltet euren legendären Loot am Anfang auf jeden Fall, schmeißt nicht alles weg, ihr werdet es vielleicht später bereuen. Zusätzlich kann ich nur sagen, passt auf mit der Attributverteilung, weil gerade so Sachen wie Nahkampfwaffen und vieles weiteres lohnt sich nicht unbedingt zu skillen. Natürlich der dritte Tipp, erkundet unbedingt die Spielwelt. Ihr werdet so viel verpassen, wenn ihr das Ganze nicht entdeckt. Ihr werdet die ganzen Sidequests nicht sehen, so viel Loot und so viel von der Story bzw. so viele Geschichtsstränge, die das Spiel eigentlich so besonders machen, viele lustige Szenen. Deswegen kann ich nur sagen, rusht nicht durch, erkundet. Ihr werdet so viel Spaß in Tiny Tina's Wonderlands haben, wenn ihr euch darauf einlasst, wirklich jede Ecke einmal abzusuchen, weil ihr dadurch so viele Sachen freischaltet. Ich hatte ja bereits schon gesagt, es gibt teilweise Questareale, wo ihr eben nur dahin kommt, wenn ihr eben die Sidequest macht und nicht einfach über die Main Story. Deswegen rusht nicht einfach über die Main Story, guckt euch alles an und genießt das Spiel. Aber genug von mir an der Stelle, schaut auch gerne mal in der Beschreibung vorbei bei meinem Partner Instant Gaming, aber auch auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv/swishytime. Gerne da mal reinfolgen. Ich werde heute Tiny Tina's Wonderlands ab ca. 12 Uhr mittags, 13 Uhr schon streamen und ich freue mich auf euch. Was sagst du zu den Anfängertipps? Hast du Bock darauf? Hast du Bock auf Tiny Tina's Wonderlands? Wirst du es beherzigen oder sagst du, naja, mal gucken, ob ich das Ganze so beherzige? Schreib es unten in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Wir sehen uns in Tiny Tina's Wonderlands. Haut rein, ich bin raus, euer Swishy.